Erdgaswerte verwickelt seien als bislang angenommen. Das haben WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung erfahren. Bundesverkehrsminister Dobrindt will Vertreter des Konzerns daher einladen, vor der Untersuchungskommission Abgas auszusagen. Denise Friese, WDR-Recherche. Anlass dafür, dass Daimler nun in der Untersuchungskommission aussagen soll, sind weitreichende Vorwürfe, über die WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung berichtet haben. Ein Durchsuchungsbeschluss zeigt, dass Daimler über Jahre bei zwei Motorentypen Abschalteinrichtungen eingesetzt haben soll. Die betreffenden Fahrzeuge seien auf dem europäischen Markt wegen zu hoher Abgasausstöße nicht zulassungsfähig gewesen.